Hallo und zurück zu Batman Arkham Knight. Ich bin der Andi und wir starten heute mittlerweile schon in die 29. Folge zu Batman Arkham Knight. So, weiter geht's im Uhrenturm. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ich habe nämlich keinen Plan. Ach, genau. Moment. Benutzen wir mal. Ich glaube, dann müsste der Computer nämlich hochfahren. Identität bestätigt. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batwings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet. Aber es gab keine Spur von Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert. Aber, oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Batman, ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich. Was soll ich... Henry! Genug jetzt von dir! Sieh an, wer kommt denn da zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg. Denn du hast das Einzige getötet, was ich je geliebt habe. Und jetzt erfahre ich, dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, Sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Alfred, ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Alles klar. Ich hab doch gesagt, wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Hand, geh doch mal weg, blöder Joker. Sie Robin töten, Bats. Das war mein Plan. So, schnell, schnell zu den Filmstudios. Ist das zu fassen? Ich war in Blackgate, im Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Glaubst du, sie hat Interesse? Wer? Also Schläge da unten. Willst du mich verarschen? Was? Muss ich dir das wirklich erklären? Ich dachte nur, da der Joker weg ist, würde sie... Du weißt schon, sie hat sich ein paar neue Joker gesucht. Doch selbst ohne dich, wie kommst du darauf? Mei. Also. Stirb. Bam.
Schlingel ihr. Öffnen. Stimmmusterfehler. Zugang verweigert. Netter Besuch, Bad Spring. Harley hat die Stimmerkennung geändert. Ich kann den Modulator, den ich vom Fahrer des Arkham Knight habe, anpassen, um ihre Stimme nachzuahmen. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Der Stimmensynthesizer kann Harleys Stimme imitieren. So kann ich die Tür öffnen. Mach auf! Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass sie faul rumhängt, lasse ich Big Al ihm ihre schmächtigen Gliedmaßen abreißen. Das ist übel. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Oh, das war der dreckige Fledermausloser. Holt den Hubschrauber sofort runter. Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang. Und denk nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist. Habt ihr verstanden? Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmensynthesizer manipulieren. Arme Harley. Verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachrichten. Überprüf das Gitter da drüben. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Ich muss ein Ziel auswählen, um einen Befehl zu erteilen. Check den Generator. Okay, verstehe. Es wird nicht einfach. Ja,
Überprüf die Waffenkiste. Geht klar. Ich werde angegriffen. Das bringt nichts. Wir können nichts für ihn tun. Aber wir finden die Fledermaus, die das war. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er kopiert meine Stimme. Ignoriert, was ich sage. Aber nicht das, was ich jetzt sage, okay? Stelle Wachgeschütz auf. Gebt mir Deckung. Ich sehe nach dem Verletzten. Wo ist er? In der Nähe vom Sicherheitsraum. Okay, okay. Aber beeil dich. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter. Ihm nicht helfen. Wachgeschütz aufgestellt. Bereich ist scharf. Du musst ihn irgendwie. Die Schläger folgen meinen Befehlen nicht mehr. Nicht enttäuschen. Nicht wie den Joker. Warum lässt er uns nicht in Ruhe? Tötet ihn! Das sollte eigentlich der schönste Tag in meinem Leben sein. Drei neue Joker! Und ihr Idioten ruiniert alles! Redet mit mir! Alles okay? Ja! Also sind die Jungs alle bei Harley geblieben? Gut für sie! Nun, eigentlich nicht, aber schön, dass es noch Loyalität gibt. Scheiße, die Großen kann man einfach nicht checkeln. Also wenn ich das sagen hätte, wäre das nie passiert. Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmen-Synthesizer manipulieren. Arme Harley. Verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in dir bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Was ist mit den... Wie's da unten los? Sterben sie? Nein, sie verwandeln sich in Joker! Ist das ansteckend? Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Er ist irgendwo da draußen! Hier! Ah, so scheiße.
Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich werde jetzt das mal schauen, dass ich das hier, das Dach aufräume und dann machen wir in der nächsten Folge dann gleich weiter. Hat es euch ein bisschen gefallen? Es war jetzt nicht so geil, weil ich ein paar Mal gestorben bin. Aber spielen sich ist es trotzdem geil. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi.